Hallo und herzlich willkommen heute zu einem Video zum Thema formloses Bewusstsein, also Meditation. Und zwar eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und die Erfahrung, wie immer, in jeder Meditation, die musst du selber machen. Das heißt, der erste Schritt, du kannst es dir auch aufschreiben, um es zu üben. Und zwar, wie immer, findest du auch unterhalb dem Video einen Link zu meinem Blog. Da ist das Ganze noch ein bisschen mehr ausführlicher beschrieben. Und zwar, wähle dein Mantra. Ruhe in deiner Umgebung, in deinem Raum. Sage deinem Bekannten oder Familie, jetzt brauche ich 20 Minuten für mich. Ruhe, ich möchte meditieren. Der Ort ist dieser Raum. Natur ist wieder was anderes, das machen wir mal extra. Aber jetzt mal im Raum, wo es ruhig ist. Und dann sitzen. Du musst nicht unbedingt im Lotussitz sitzen, wenn du das nicht willst, wenn du das nicht gewohnt bist, oder auf den Knien, je nachdem. Sondern du kannst auch ganz normal sitzen auf einem Platz. Die Füße am Boden, ganz entspannt, nur nicht anlehnen, damit du nicht einschläfst. Und dann die Augen schließen, geschlossenen Augen, und dann das Mantra zu wiederholen. Es gibt zum anderen, es soll keine Bedeutung haben. Wie ein Auto, denkst du ein Auto oder die gleichen. Also wie Om, Aum, und es gibt viele mehr Mantren. Und dann, wenn du die Augen schließt und das Mantra, nehmen wir zum Beispiel Om, Om, dann kommt, und dich darauf konzentrierst, du merkst, es kommen Gedanken, dann lass diese Gedanken vorbeiziehen wie Wolken. Und dann tauchst du ein in dich, in deinen Körper. Du verbindest dich mit deinem Körper, du verbindest dich innerlich mit deinem Atem, du verbindest dich mit deinen Füßen, verbindest dich mit der Erde, gehst hoch, kannst auch durch die ganzen Chakren durchgehen, je nachdem wie du arbeiten willst, und verbindest dich mit dem obersten Chakra, mit dem Universum und dem Kosmos, und nimmst diesen unendlichen Raum, der unendlich weit ist, ohne Ende, das sich eigentlich der Verstand überhaupt nicht vorstellen kann. Deswegen ist es auch wichtig, den Verstand und die Gedanken loszulassen, sondern diese Wahrnehmung des Raums. Und in diesen Raum tauchen wir ein in der Meditation, diese Stille, diesen wirklichen Raum, und werden uns dieses Raums gewahr. Und gerade für Anfänger kann diese Übung durchaus über längere Zeit in Anspruch nehmen, bis man wirklich dieses Nichts, manche erschrecken jetzt durch dieses Wort Nichts, durch diesen unendlichen Raum wahrnehmen kann. Natürlich in diesem Raum ist nicht nichts, sondern unser Bewusstsein, unser formloses Bewusstsein. Nur das können wir eben nur durch dieses Loslassen als Mensch, durch unsere Wahrnehmung, wahrnehmen. Sonst können wir das nicht erfassen. Der Verstand kann es nicht begreifen, nicht erfassen. Es muss alles begrenzt sein und dergleichen. Sondern nur diese Erfahrung kannst du nur machen, wenn du wirklich in diesen unendlichen Raum des Nichts eintauchst als Mensch. Und umso früher du das annehmen kannst für dich, diese Wahrnehmung, umso früher kannst du diese Wahrnehmung dieses unendlichen Raums, dieses Bewusstsein erfahren. Ich wünsche dir auf diesem Weg, machen wir es noch ganz kurz, je nachdem wie lange du schon meditierst, wenn du gerade anfängst, dauert es. Ich meditiere seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten,
Und mir fällt es relativ leicht. Manchmal gibt es natürlich auch Zeiten, wo es nicht so einfach ist, aber in der Großteil fällt es mir doch leichter, in diesen Raum hineinzukommen, in diesen Bewusstseinsraum. Und wir machen, ich möchte dir etwas mit auf den Weg noch geben, ganz kurz. Eine Motivation, um es täglich zu machen. Du wirst unbeschreibliche Erfahrungen machen. Bis hin zur Glückseligkeit. Bis hin zur Energie kann es sein. Du kannst dir auch einen Begleiter suchen, wenn du da ein bisschen unsicher bist. Denn du kannst da sehr viele Erfahrungen machen. Eintauchen in die geistige Welt und vieles, vieles mehr. Also es gibt es unendlich viel an Erfahrungen, die du durch dieses formlose Bewusstsein erfahren kannst. Und es ist sehr schön, diese Erfahrungen zu machen. Und deswegen möchte ich dir auf diesem Weg wünschen, dass du dran bleibst. Es geht hin bis zum Quantenfeld und viel mehr. Da können wir noch lange darüber reden. Aber jetzt wollen wir ganz kurz eintauchen. Das Mantra. Aum. 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 Und dann gehst du über ins Geistige. Du eintauchst in diesen Raum. Und das kannst du dann, es wird so angenehm, dass manchmal, wenn wir zurückkommen in das Tagesbewusstsein, sagst du, ach nö, noch ein wenig, noch ein bisschen, noch ein wenig, genügend, nicht genug. Okay, an dieser Stelle, bis zum nächsten Video. Danke und tschüss.